Ich hoffe, ihr könnt mich alle sehen. Guten Morgen erstmal. Wir haben heute den 31. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr ist. Wie viel Uhr ist denn überhaupt? 8.54 Uhr haben wir. Ich war gerade duschen, habe ich ein bisschen fresh gemacht. Jetzt geht mir das richtig gut. Und jetzt mache ich mir erstmal einen Tee. Kommt ihr mit? Ja, kommt mit. Ja, hier ist mein Tisch. Ich hoffe, dass die Kamera, dass die das automatisch dreht, nicht so wie bei meinem Asbach S3. Ja, jetzt müssen wir es halt irgendwie umschneiden. WhatsApp ist natürlich auch wie immer am Start. So, jetzt erstmal schon ein bisschen aufmachen. So. Oh, muss noch Getränke holen, okay. Ach Gott, habt ihr noch gar nicht gesehen, gell? Das ist, ja, das Erste, was wir geholt haben bis jetzt. Da kommen noch ein paar Sachen dazu. Das hier ist eine LED-Birne, wo sich dreht, so disco-mäßig. Bin ich mal gespannt, wie die ist. So, das sind schwedische Fackeln, heißen die, glaube ich. Swedish Fire, genau. Das ist so Holz, das muss man irgendwie hier da unten anstecken, glaube ich. Keine Ahnung, wie das genau geht. Und hier haben noch ein paar sogenannte Batterien und so Zeug. Und hier ist natürlich das ganz gefährliche Zeug, die Knarren. Oh, der ist gleich oben. Oh, fertig. Und weiter geht's. So. Jetzt noch schnell. Das fährt er automatisch hoch. Aber die Scheißdinger funktionieren nicht so richtig. Hier mal ein Gruß an IKEA. Das hat definitiv Verbesserung nötig, das Teil hier. Ich weiß nicht, wie das heißt. So ein Rollo mit so einer Automatik halt. Ja, ist noch alles sehr früh am Tag. Und drüben ist mein Nachbar, der Walter. Der ist schon Rentner. Der hat früher bei der Telekom gearbeitet und hat mir da ein paar Sachen erzählt von der Telekom. Ey Leute, ich sag euch, Telekom stirbt aus. Aber hundertprozentig. Oh, Küche müssen wir noch aufräumen. So, jetzt erstmal Wasser machen. Moment. Geht weiter links. Nee. So. Oh ja. Stecker nicht vergessen. So. Oh, ich mach mit der Hand von drin, sorry. Oh, Wasser. Nicht 100% aus. Aber jetzt. So, eingeschaltet dieser. Strom ist drauf. Perfekt. Oh. So. So, meine Freunde. Ja, hier haben wir unseren Esstisch. Der ist ziemlich groß. Kann man auch hier sehen am Besteck, wo noch liegt, von gestern Abend. So. Und so sieht es mal aus der Perspektive aus. Da hinten geht es zu mir rein, in meinem Zockerreich. So, da drüben ist das Bad, da ist die Küche. Hier sind dann wieder die anderen Privatbereiche. Ist ein bisschen schräg gebaut, finde ich, aber ist halt ein Wintergarten, ist halt eben so. Und muss die Heizung aufdrehen. Über Nacht schalten wir die immer ein bisschen aus. Energie sparen muss man ja. Also, ich glaube, jetzt kann ich die Kamera wieder drehen. Vielleicht funktioniert es so. Dann muss ich mir extra einen Ständer besorgen für die Kamera. Ich hoffe, man kann mich sehen. Jo. Also, meine Freunde, heute ein logischer Kampftag. Wir haben heute Abend einen Haufen Gäste. Familie kommt, Freunde kommen. Ich glaube, so mindestens 20 Personen müssen kommen.
So die 20 Leute, das hat richtig fett. Wir müssen jetzt noch, langsam müssen wir mal alle aufstehen. Erstmal Getränke organisieren, also los, Tiefen Getränke holen noch. Obwohl wir schon gestern ordentlich eingekauft haben. Und, oh. Die Kamera ist nicht drauf. Nee, oder? Nee, die läuft noch. Das war WhatsApp. Ja, Handy ist noch neu. Ich kenne heute alle komischen Geräusche, wo es macht. Ja, und du? Mein Hund, der... brauchen wir wieder Schmuseinheiten. Jo, also, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch hier nochmal. Kommt alle gut ins Jahr 2017. Und egal, ob das nächste COD zum Beispiel, ob das jetzt in den Klassikbereich geht oder wieder in den Future-Bereich geht, ich würde behaupten, die Marke COD ist extrem angeknackt. Das liegt immer an verschiedenen Faktoren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Battlefield 1 spiele, das kommt ja bestimmt einer, das kannst du nicht mit Battlefield 1 vergleichen, Infinite Warfare. Das stimmt schon, aber jetzt an sich jetzt mal Battlefield. Wie oft kommt es vor, dass man bei Battlefield von Campern, von asozialen Campern erledigt wird? Jetzt meine ich nicht irgendwo einen Sniper auf dem Hügel, wo sich einer abkennt, sondern wirklich in der Ecke hockt, mit dem LMG, mit dem Sturmgewehr, mit einer MP, weiß der Geier was. Leute, das ist so ultra selten, weil die Maps, okay, die Maps sind einfach riesig, sich da in der Ecke hocken, macht gar keinen Sinn. Es kann nämlich sein, dass da wahrscheinlich gar kein Mensch vorbeikommt. Das ist wirklich schwach, das ist einfach so. So, das ist das eine. Das andere, ich habe das Gefühl, dass die Marke COD immer mehr zum Kindergartenspiel verkümmert. Wisst ihr, was ich meine? Das nächste wird wahrscheinlich sein, dass die nächste Version ab 16 ist. Würde mich nicht mal wundern. Das komische ist, Battlefield 1 war ja auch ab 16. Jetzt ohne Scheiß, ich habe Battlefield 1 ab 16 hier. Das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Naja, was soll's. Mein Tee, Wasser ist gleich fertig. Ich wünsche euch was. Ich mache mich schon Frühstück und dann geht's weiter. Ich melde mich aber heute, glaube ich, nochmal bei euch, denke ich. Ja, genau. Machen wir. Der Tag ist noch jung. Also meine Freunde, bis dann, gell? Und Video wird nicht geschnitten. Darum nicht wundern, dass ich hier so komische Sachen mache wie Handy drehen und so ein Scheiß. Alla, gell, bis dann. Tschüss.